Ich muss mein Handy holen. Mein Handy holen, Digga. Wie ich immer sage, ein komplett spontanes Video. Das Video ist spontaner, als wenn ihr Olli sich mit einer Minderjährigen trifft. So spontan ist das, Digga. Sie kommt von alleine. Und nein! Es ist so spontan, dass ich sogar verfickt nochmal hier irgendwelche Flecken habe. Ich habe nicht mal selber eine Ahnung, was es ist. Ich glaube, ich habe mit meinem Hund gespielt. Keine Ahnung, das sind keine Wichsflecken auf jeden Fall. Wie ihr seht, dieses Video spontan. Ich schwitze, als wäre ich gerade Usain Bolt und ich wäre keine Ahnung, was gerannt, Alter. Naja, um was geht es? Ich hab keinen Bock. Ich war da auf Instagram unterwegs, ne? So fängt das halt immer an, ne? Ich habe gepostet, dass ihr mir irgendwelche Möchtegern-Rapper schickt, auf die ich dann in meinem Video reagieren würde. Ich würde auf 5 Stück oder so in einem Video reagieren, wie ich das schon mal gemacht habe. Aber da kam etwas dazwischen. Ich bekomme erst jetzt davon mit. So, das ist seit 3 Wochen. Ich verstehe gar nicht. Seid ihr nicht ausgerastet? Habt ihr euch nicht gedacht, was geht gerade ab bei den Newcomern, Digga? Was? Bevor wir aber über Planton höchstpersönlich reden, wollte ich euch mal ganz kurz sagen, schaut bei meinem Zeitkanal vorbei. Ich bin gerade aktiv auf meinem Zweitkanal. Ich habe wieder seit einer Woche nichts hochgeladen. Aber auf meinem Zweitkanal starte ich gerade wieder durch mit Gaming. Es geht in die Art von Gaming. Ich mache Easter Eggs allgemein. Ich sag's auch so offen. Ihr kennt bestimmt Alpladi. Er hat ja diese Videospielmythen gemacht. Es geht in die Richtung. Ich habe diese Videos sehr hart von ihm gefeiert und... Ich habe gerade meine Waffe getroffen. Ich habe diese Videos sehr hart von ihm gefeiert. Aber da er es nicht mehr macht, habe ich mir überlegt, nicht Videospielmythen zu machen, sondern eher was anderes, so wie Easter Eggs oder Theorien oder so. Auf jeden Fall, deswegen, 2K unten in der Videobeschreibung. Ich kann nicht mal richtig reden, weil ich gerade komplett geschockt bin, was gerade abgeht, Digga. Was ist das für ein Deutsch, Alter? Auf jeden Fall, 2K unten in der Videobeschreibung und am Ende auch noch hier eingefügt irgendwo. Ihr wisst Bescheid, so. Leute, heute darf ich nichts kaputt machen. So, ich habe meine Pistole kaputt gemacht, mit der ich mich letztens erschossen habe. Das ist schon mal Abfuck, ne? So. Mein Handy. Ich habe noch vor, ich schwöre, original vor 2-3 Wochen gesagt, dass mein Handy kaputt gegangen ist und ich es gerade von der Reparatur abgeholt habe und deswegen mein Handy nicht zerstören darf. Mein Handy war wieder kaputt. Ich leg's gerade ruhig hin, so, weil mein Zimmer wird hier nicht heil rauskommen. Ja, mein Zimmer sieht schon aus wie ein Schlachtfeld. Ich schwöre auf alles. Weil da hier irgendwo liegen Red Bull-Dosen, hier Arizona. Ich weiß nicht mal, wann ich das getrunken habe. Vor 2 Monaten vielleicht. Na, reden wir nicht so lange. Heute geht es um Lil, wie heißt der? Es gibt Lil Pump, es gibt Lil Peep, es gibt Lil Zipkin, Lil Nasix, oder wie der Typ heißt, Lil Shrimp. So heißt der. Oh mein Gott, Digga. Das ist der jüngste Newcomer. Aus Deutschland. Der Typ ist 13 Jahre alt und hat sein eigenes Musikvideo. Der macht ein Musikvideo, hat in seinem Musikvideo übel teure Sachen. Ich hab da Fendi und Supreme Tasche, ich glaube, das war sogar Supreme Louis Vuitton Tasche, gesehen. Da dachte ich mir, okay, vorbei. Light Yagami kann sich auf jeden Fall schon mal im Grab umdrehen, weil du hast einfach einen Menschen vergessen, bevor du gestorben bist. Ah, Spoiler. Ja, nebenbei. Sorry. Bevor es ganz schlimm wird und wir uns direkt das Musikvideo angucken, weil ich bin schon gerade so mit meinen Nerven am Ende. Weißt du, was ich meine? Wir gucken einfach mal sein... Wie heißt das, wenn man das, den gleichen Song nur auf Instagram postet, aber nur, dass man das halt vorsingt, so vor der Kamera und nicht... Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich habe einfach keine Ahnung. Wir schauen uns das einfach an. Ich bin voll geschockt. Oh, Le Shrimp Scampi Gang 2019. Wir werden alles rasieren. Ra! Dieser Moment, wenn es einfach komplett leise ist und jeder wartet, bis der Beat droppt, Digga. Yo, das Swagger Kid in a Bentley Whip in Defend die Bricks of Fashion Clips und Rapper Drips in a Shine. Keine Fashion Tips, nur Stylist. Dickes Pada, wee weezy, Lieblingsfarbe ist Kiwi, Gebe Gas in dem GT, Trinke Wasser in Fiji, easy, ey. Chill mit dem Boss an einem Rappbezirk. Mit dem kommenden Woll an das Hand sich geht. Hast den Modus aktiviert, raffiniert, das Pada wird maximiert, ey. Ich liebe Platiketten und komm in Pradaletten. Vergiss die Worte, lass die Taten sprechen, Scampi Captain, Die Rolli, sie wird niemals out, wenn ich aus dem Speaker baue. Schmeckst du, dass ich kein Feature brauch? Dafür Bag voll mit Scheinen drin, Handgelenk voller Diamond Rings. Bin schon mit 13 King, sag mir grad mein Ding. Scampi ist die Gang, denn wir ballern alles independent. Eure Konten werden gefändet, daran ich mach ein dick Investment. Also wie man sieht, er ist ziemlich jung. Ich bin sprachlos, Digga. Und das war nicht mal das Musikvideo. Alles klar, wie geht's dir?
Ich finde das auf jeden Fall jetzt schon mal geil. Also, muss ich wirklich sagen, es wird mit Humor aufgenommen. So, die wissen, dass es, der ist so ein 13-Jähriger, machen die einfach so Spielzeug-Handy und Spielzeugautos. Killer. Ja, auch gut, auch gut. Ey, Bruder, ich hab grad gar keine Zeit, ich muss ein Video drehen. Okay, bis später. Bruder, ich hab grad gar keine Zeit, ich muss ein Video drehen. Bruder, mit 13, er ist mehr beschäftigt als mein Vater und mein Bruder zusammen. What the... Habe nur Erfolg im Blick, goldene Wrist, wir erzeugen Hits. Du willst ein mit dir mit mir? Bring die Euros mit. Ich fahr im Sch... Oder sein Name, jetzt gerade fällt mir das auf. Lil Shrimp, basiert das auf seine Penisgröße oder... Das ist eine ernst gemeinte Frage jetzt. Wallah, ich hab keine Ahnung, von wo das gerade rausgekommen ist. Meadow ist schuld. Safe. Ich will nie in meinem ganzen Leben ein Rapper werden. Ey, wenn ich irgendwann ein Musikvideo rausbringe, Yo Olli soll mich vor... Okay, das hab ich schon gesagt, scheiße. Bushido soll mich vor laufender Kamera verhaften. Keine Ahnung, Digga. Naja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich bin gerade ein bisschen runtergekommen, weil, ja. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von ihm? Ich muss sagen, ich find's traurig. Ich find's einfach traurig, Digga. Schaut bei meinem Zweitkanal vorbei, wie gesagt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Auch am Ende jetzt gleich eingefügt hier irgendwo. Abonnieren nicht vergessen. Schaut natürlich bei Snapchat und bei Instagram vorbei. Abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. What?